Die Bühne steht schon und die Vorbereitungen sind in den letzten Zügen. Das Piccolo-Theater ist zurück. Zwar ist das Haus für Besucher noch geschlossen, doch unter freier Luft darf man endlich wieder für Gäste spielen. Und weil man so lange darauf warten musste, hat man nicht ein, nicht zwei, sondern gleich drei Stücke im Programm. Los geht es mit dem Tanztheaterstück Rikki Tikki Tavi. Eine eher unbekannte Geschichte aus dem hingegen sehr bekannten Dschungelbuch. Golde Grunzke hat sich schon 2014 der Erzählung angenommen und daraus eine Choreografie erstellt. Leicht angepasst und mit zum Teil neuen Darstellerinnen aus dem Piccolo ist sie nun der Auftakt des Sommertheaters. Dadurch, dass viele das Dschungelbuch durch die Walt Disney-Verfilmung kennen, kennt man eben diesen Teil des Dschungelbuchs. Aber es gibt ganz, ganz viele interessante Geschichten im Dschungelbuch. Und eine davon ist Rikki Tikki Tavi. Und ich muss gestehen, die Idee dazu kam von meinem Mann, der mir das gesagt hat, Mensch, das könntest du doch eigentlich mal für eine Choreografie nutzen. Das sind so interessante Charaktere in dieser Geschichte. Und so ist das entstanden. Dann habe ich das mir durchgelesen und dachte, ja, das ist toll. Auch wie die Charaktere beschrieben sind von Kipling. Gibt sehr, sehr viel her, sehr viel Stoff für eine Choreografin, da was draus zu machen. Und das hat mich eigentlich dann dazu gebracht, ja. Die Geschichte spielt in Indien. Es geht um den namensgebenden Mungo Rikki Tikki, der durch eine Sommerflut aus seinem Bau gespült wird. Er landet im Garten einer englischen Familie und trifft dort auf den jungen Teddy, mit dem er sich schnell anfreundet. Doch es gibt auch Probleme in Form von drei Kobras, die es auf Teddy abgesehen haben. Wie es weitergeht, will man noch nicht verraten. Zum Glück können Besucher das jetzt aber endlich selbst herausfinden. Das ist großartig. Also da haben wir tatsächlich sehr, sehr lange drauf gewartet und immer gehofft und mit jeder Verordnung neu gehofft, dass es wieder losgeht. Und jetzt ist es endlich soweit, die Inzidenzzahlen fallen und wir dürfen wieder auf die Bühne. Das ist toll, zumindest erstmal draußen. Und das Stück ist natürlich gut, weil es eh für draußen choreografiert ist. Und freuen wir uns ganz doll, dass es wieder losgeht. Darüber freuen sich auch Werner Bauer und Hauke Greve. Die beiden Schauspieler sind mit ihrer Komödie fast Faust zurück. Theaterleiter André brennt für die Bühne. Aufwendiges Bühnenbild, Requisiten und Kostüme braucht er nicht. Ihm geht es um die Essenz des Schauspiels. Mit seinem wandernden Theater und drei Schauspielern will er die großen Dramen unter das einfache Volk bringen. Derzeit steht Goethes Faust auf dem Programm. Nur leider gibt es da ein Problem. Schauspieler Heiner hat seine Kollegin Hanna geschwängert. Die ist in der 5. Woche und darf nicht mehr auf die Bühne. Eine tolle Nachricht für das Paar. André sieht das aber anders. Ein Schwangerschaftstest. Und? Positiv. Also nicht schwanger. Doch schwanger. Und das denn so positiv? Was ist denn daran positiv? André verdonnert Heiner kurzerhand dazu, auch Hannas Rollen zu übernehmen. Die Show muss schließlich weitergehen. Das Chaos ist vorprogrammiert. Die beiden Schauspieler Werner Bauer und Hauke Greve haben die Bühne vermisst. Sie freuen sich beim Sommertheater auf den direkten Kontakt zum Publikum. Eine Herausforderung, die auch Tücken hat. Mal was anderes, ne? Alle sind gelöst, locker. Und wenn wir keine Gurken bauen auf der Bühne, dann ist es auch toll. Ja, und selbst wenn, haben wir auch die Erfahrung gemacht, klappt das auch. Die Leute dann bauen wir die Gurke ein. Ich meine, deswegen kommt das Publikum zu sehen, wie wir scheitern. Genau. Das dritte Stück beim Piccolo Sommertheater richtet sich an die ganz kleinen Besucher ab 1,5 Jahren. Bei Sand, Sand sind ihre Sinne gefragt. Ihnen wird nicht nur spielerisch das Element Erde erklärt, sie können auf der Bühne auch selbst auf Entdeckungsreise gehen. Bis in den August hinein werden die drei Stücke gespielt. Eine genaue Übersicht gibt es auf der Internetseite des Piccolo Theaters. Der Theaterbesuch ist vorerst nur Getesteten, Geimpften und Genesenen gestattet. Eine Schnelltestung ist vor Ort möglich. Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres sind von dieser Regelung ausgenommen.